Wie du bei YouTube kostenlos Filme anschauen kannst, wie du die neueste WhatsApp-Version mit den neuen Emojis bekommst, wie du auch bei iOS eigene WhatsApp-Sticker erstellst, wie du dir bei Instagram ein Zeitlimit setzt, diese und weitere spannende Neuigkeiten zu den wichtigsten Apps auf deinem Handy schauen wir uns in dieser Neuland-News-Ausgabe an. Bei YouTube ist gerade das wichtigste Thema der Artikel 13 von der EU. Diese als Entwurf vorliegenden Bestimmungen sind eine Gefahr für YouTube und das Internet insgesamt. Was konkret dahinter steckt und was wir dagegen tun können, werden wir uns demnächst in einem extra Video ansehen. Auf YouTube kann man auch ältere Kinofilme gegen eine Gebühr anschauen. In der USA kann man einige ausgewählte Filme jetzt auch kostenlos anschauen, wenn man sich dafür Werbung anschaut. Das wird bestimmt auch bald nach Deutschland kommen. Und wenn du einen VPN-Dienst nutzt, kannst du dich mit einem US-Server verbinden und schon jetzt diese Filme kostenlos anschauen. Bei längeren YouTube-Videos gibt es oft mehrere Werbeunterbrechungen. In Zukunft wirst du die Option haben, am Anfang zwei Werbeclips hintereinander zu schauen und kannst dafür später ohne Werbeunterbrechung das komplette Video genießen. Ebenfalls bereits in den USA eingeführt und bald nach Deutschland kommend, sind die Sonderpreise für Schüler und Studenten für YouTube Premium und YouTube Music Premium. Schüler und Studenten bekommen dann für deutlich günstigere Preise die Premium-Features. WhatsApp hat jetzt die neuen Emojis verfügbar gemacht. Wenn die bei dir noch nicht erscheinen, dann aktualisiere auf die neueste Version. Die kannst du dir jederzeit und sicher ohne Viren auf der offiziellen WhatsApp-Webseite herunterladen. Im Play Store erscheint das Update oft deutlich später. In Gruppen kannst du jetzt auf bestimmte Nachrichten, nachdem du sie markierst und hier oben auf die drei Punkte tippst, privat antworten. Die Antwort bekommt dann nur der jeweilige Chat-Teilnehmer und sie erscheint nicht in der Gruppe. Über WhatsApp verschickte Videos können jetzt bei iOS und bald auch bei Android schon direkt in der Benachrichtigung angeschaut werden. Dadurch können empfangene Videos abgespielt werden, ohne in der App als online zu erscheinen und ohne dass der Chatpartner eine Lesebestätigung erhält. WhatsApp arbeitet gerade an einem neuen Feature, um schneller und einfacher neue Kontakte hinzuzufügen. Du wirst neue Kontakte auch über einen QR-Code hinzufügen können. Anstatt eine Nummer zu teilen, kann man einen QR-Code teilen. Den kann WhatsApp dann scannen, woraufhin automatisch ein neuer Eintrag in deiner Kontaktliste erstellt wird. Wenn das verfügbar ist, bekommst du hier auf diesem Kanal mehr Infos dazu. Demnächst können Gruppenanrufe leichter gestartet werden. In Gruppen erscheint ein neuer Gruppenanruf-Button. Nachdem du den antippst, erscheint eine Liste mit allen Gruppenteilnehmern, abgesehen von den Leuten, die nicht in deinen Kontakten sind. Nachdem du die Kontakte ausgewählt hast, mit denen du einen Gruppenanruf starten möchtest, kannst du noch zwischen Sprach- oder Videoanruf wählen. Bisher musst du für Gruppenanrufe einen normalen Anruf starten und dann Kontakte über einen Button hinzufügen. Wenn das Feature verfügbar ist, kannst du also direkt Gruppenanrufe starten. In einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie du eigene persönliche WhatsApp-Sticker erstellen und im Chat versenden kannst. Die dafür notwendige App ist jetzt auch für iOS verfügbar. Der Link ist in der Infobox. Die Smartphone-Tastatur Gboard kann dir jetzt mittels künstlicher Intelligenz anzeigen, welches GIF, Emoji oder Sticker zu deinen Nachrichten passen könnte. Sobald beim Tippen dieser GIF-Button erscheint, kannst du darauf tippen und dir die entsprechenden Vorschläge anschauen. Bei Instagram kannst du jetzt kontrollieren, wie viel Zeit du in der App verbringst und dir hier ein Zeitlimit setzen, damit du nicht zu lange beim Bilder und Stories anschauen versinkst. Zu diesem Fenster kommst du über dein Profil und dann musst du hier tippen. Instagram möchte die Profilansichten verbessern und wird deshalb in den nächsten Wochen einige Variationen testen. Das Fotogitter wird sich aber nicht verändern.